Hallo, Dennis hier. Ach, guten Morgen. Ich spiele mal wieder ein Spiel aus meiner Kindheit. Und hier seht ihr schon den Titel. Heute geht es um das herrliche Spiel Scunny-Card. Das ist voll das innovative, nie vorher dagewesene Spiel. Ein Kart-Rennspiel mit Tieren. Wow. Nein, Mario Kart hat nie existiert. Dazu da aber später vielleicht noch ein bisschen. Jetzt werde ich einfach mal dieses tolle Rennspiel starten mit dem Australia Cup und mal sehen, wie tief ich mit diesem Spiel sacken werde. So, wen nehmen wir denn? Der Gundra Golfi, Scunny. Handbag, na. Ich nehme mal den guten titelgebenden Scunny. Also, was gibt es denn dazu jetzt erstmal so zu sagen? Naja, also ich glaube, das Spiel selber muss ich nicht großartig beschreiben. Wenn man es sieht, dann wird man sowieso automatisch an Mario Kart denken, nehme ich an. Und ich denke auch, dass diese Ähnlichkeit nicht zufällig ist. Schließlich kam Mario Kart im selben Jahr raus, wie Scunny Kart, nur sehr viel früher. Oh je, oh je. Und schon fahre ich in ein komisches, kleinmachendes Dödel-Item. Das wollte ich so nicht. Genau, also es kam zu einem ähnlichen Zeitpunkt raus wie Mario Kart. Wurde gemacht von der tollen Firma Copysoft, die eigentlich seit ihres Bestehens nur Spiele mit dem titelgebenden Eichhörnchen Scunny gemacht hat. Das waren aber hauptsächlich Jump'n'Runs. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war da nichts anderes. Ja, es waren eigentlich außer Scunny Kart nur Jump'n'Run Games. Und Scunny Kart war aber komischerweise das erste. Danach kamen dann wirklich nur diese Jump'n'Runs nach. Die waren alle extrem mittelmäßig. Muss man so ganz deutlich sagen, weil die hatten ziemlich krasse Steuerungen zum Teil. Da gab es ein Spiel, Back to the Forest hieß das. Das hat sich ziemlich übel gespielt. Versuch mal gerade mich ein bisschen detaillierter dran zu erinnern. Oh, ich bin qualifiziert. War das noch nicht das Rennen? Ja, jedenfalls, man hatte so eine ganz krasse, superschnelle Steuerung bei dem und das Eichhörnchen ist damit gefühlt 500 Stunden Kalorien, ja, 500 Stunden Kalorien über den Bildschirm geflogen und gleichzeitig noch durch ein brennendes Nadelöhr gehüpft und hat einen Vulkanausbruch mit der bloßen Hand verhindert. Was rede ich denn für eine Scheiße? Jedenfalls waren die Adventures, nicht die Adventures, wenn sie am Hauptbahnhof mit ihrem Go-Kart losfahren. Jetzt, also irgendwie hätte ich wohl noch eine Runde schlafen sollen, bevor ich dieses Review hier anfange. Ach, ist das komisch. So, also nochmal von vorne. Überlegen wir doch nochmal, was wollte ich denn aussagen? Voll doof. Genau. Also diese Jump-and-Run-Games mit Scunny in der Hauptrolle waren nicht wirklich berauschend. Man hat sie einfach gespielt, es gab sie, aber ich wäre nicht bereit gewesen, irgendwie großartig Geld für sie auszugeben. Allerdings, Scunny Kart ist jetzt nicht so schlecht. Es ist mir zumindest in sehr, sehr positiver Erinnerung. Und ich habe es auch in meiner Kindheit öfters mal gespielt. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es sehr viel gespielt oder intensiv gespielt hätte, aber ich habe es immer mal wieder geholt. Genau. So. Mario Kart typisch hat man eine sehr bunte Strecke und eine große Anzahl an Items, die hier auf der Strecke rumliegen, die man einsetzen kann, um seinen Gegnern zu schaden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Rakete, die ich aber gerade an niemanden abfeuern kann, weil da fährt ja niemand vor mir. So, und wichtig ist auch, dass man in dem Rennen immer auf Platz mindestens 3 landet. Also man muss unter den ersten 3 sein, sonst qualifiziert man sich nicht fürs nächste Rennen. Das war, glaube ich, bei Mario Kart oder ist bei Mario Kart ja genauso. Ha! Müssen wir uns nicht mal umstellen, voll süß. So, und jetzt habe ich noch das blöde Nilpferd abgeknallt. Genau. Was mir als allererstes immer zum Scunny Kart einfällt, die Steuerung. Was hier jetzt erstmal harmlos aussieht und wo man vermuten würde, naja, gut, hier ist irgendwie Leertaste ist Gas und man hat mal links, rechts, so zum Steuern, entpuppt sich als doch etwas krasserer Cheat. Nämlich, man gibt Gas mit der Shift-Taste, nach links lenkt man mit der Steuerungstaste, nach rechts mit der Alt-Taste. Das macht es jetzt
erstmal gar nicht so übel, weil man kann es dann mit einer Hand steuern und mit der anderen Hand stütze ich gerade meinen Kopf ab, weil er sonst vor Müdigkeit in Richtung Tischplatte sich wenden würde. Allerdings, wenn man dann ein Item einsetzen will, dann tut man das mit der Tabulator-Taste. Das ist von daher nicht gut, dass wenn man die Hand gerade schon dazu eingesetzt hat, den Kopf abzustützen. Und wirklich ein U-Boot. Und man sich dann auch schon voll drauf eingestellt hat, dann ist das ein bisschen schlecht, wenn man dann merkt, hoppla, ich muss jetzt schnell einen Gegenstand einsetzen und dann die Hand zur Tab-Taste saust, infolgedessen Isaac Newton mit seiner Schwerkraft zuschlägt und der Kopf auf der Tischplatte landet, weil man einfach viel zu unvorbereitet vor den eigenen Reflexen war. Kurzum, es ist okay, wenn man sagt, ja gut, wir haben jetzt eine neue innovative Steuerung und das steuert man halt nur über diese drei Tasten, die liegen schön beieinander. Finde ich okay, aber dann hätten sie wenigstens sagen können, ja gut, und zum Einsetzen von Items nehmen wir die Leertaste. Weil auch dieses Überkreuzdödeln auf der Tastatur, das kenne ich sonst nur von irgendwelchen Beethoven-Stücken auf dem Klavier. Hoppala. Ich kann das einfach nicht. Okay, dann fahre ich doch mal hier diese Runde weiter. Ich kann mich auch noch erinnern, wie man das damals schwer beeindruckend fand, dass es in solchen Spielen sowas wie Sprachausgabe gibt, die sich dadurch nur äußern, dass die Leute eben irgendwelche Sprüche von sich geben, so... Ich verstehe keinen Ton. Irgendwie man sammelt was und es sagt Boyschlap. Und dann klickt man es an und dann, ja, das war Boychip. Und jetzt kommt gleich Babab. Babab. Ich weiß nicht, ob das irgendein interessanter Tierdialekt ist. Jedenfalls verstehe ich es nicht. So. Zurück, weiche Giraffenarsch. Ich habe Arsch gesagt. Oh je. Sind hier Minderjährige anwesend? Naja, egal. Naja, qualifiziert ist qualifiziert. Und die Meisterschaft durfte ich ja immer noch anführen. Ja. Da spielt eine Pussy mit. Das ist ja... Das ist ja... Und ich mach mir hier einen Kopf, wenn ich Arsch sag. Da habe ich jetzt gerade schon gedacht, aber jetzt hier... Oh, 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 oh. Da lehnen sie sich ganz schön weit aus dem Fenster. So, ein Level, das auch überhaupt nicht an Mario Kart erinnert. Zuerst dachte ich... ja, ist ja auch ein Abklatsch von Wacky Wheels und Wacky Wheels ist ja wiederum auch ein bisschen Abklatsch von Mario Kart. Wenn auch ein recht gut gemachter mit schönen Ideen. Wacky Wheels könnte ich auch mal spielen. Aber jetzt nicht, jetzt habe ich Scanny Kart gespielt, dann wollte ich nicht Wacky Wheels hinterherhauen. Ist ja fast das gleiche. Jedenfalls, um zum Punkt zu kommen und nicht dauernd abzulenken, denn das ist ja und das wäre ja, wenn ich ablenken würde ständig. Dann könnte ich, auch übrigens, andere Leute lenken ja auch, ach egal. Jedenfalls! Ich dachte anfangs auch, zum Beispiel, dass Wacky Wheels ja ein Abklatsch von Mario Kart ist und Scanny Kart wiederum ein Abklatsch von Wacky Wheels, aber das stimmt nicht, weil Wacky Wheels kam ein Jahr nach Scanny Kart. Habe ich jetzt gesagt, dass Mario Kart ein Abklatsch von Wacky Wheels ist? Nee. Nein. Jetzt hat mir gerade mein Steam-Fenster, um mir zu sagen, dass es offline ist, den Fokus geklaut. Das ist ja unverschämt. Deswegen bin ich stehen geblieben. Unverfrorenheit. Jedenfalls, genau. Wacky Wheels kam nach Scanny Kart. Jetzt weiß man nicht, was ist der Abklatsch wovon, weil man könnte ja auch behaupten, dass Wacky Wheels ein Abklatsch von Scanny Kart wäre, aber ich glaube, dafür war Scanny Kart einfach zu unbedeutend. Weil, ja... Wer erinnert sich heute noch wohlwollend an Scanny? Ich nicht so. Beziehungsweise ich ja schon, aber ich hatte ja eh immer nur so Billig-Collection von Spielen. Wobei später hat sich mein Vater dann mal Grand Prix 2 geholt. Also ich habe ja das Grand Prix 1, da habe ich schon gespielt und gesagt, dass ich es eigentlich immer scheiße fand. Aber mein Vater, der fand es so toll, weil in der Formel 1 renne ich im Fernsehen, da kann ich davor immer schon selber fahren und das ist so realistisch. Aber ja, kein Kommentar. Und später hat er sich dann Grand Prix 2 geholt.
Und das war dann auch so State of the Art. Und ich behaupte bis heute, dass man es irgendwie geschafft hat, Streckenposten umzufahren in Grand Prix 2. Aber ich konnte es nie wieder reproduzieren. Jedenfalls könnte man deshalb auch behaupten, Grand Prix 2 wäre ein Abklatsch von Scanicard. Ich höre mich so ein bisschen an wie Stoiber heute, oder? Entschuldigung. Dabei habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Egal. Stellt sich heraus, ich habe die Meisterschaft wohl nicht gewonnen. Tja. Passiert. Ah ne, da kommt ja noch ein Cup. Oh Gott. Oh Gott. Die Kaugummi-Drogenstrecke. Way. Aber während diese Drogenvisionsfarben meine Sinne vernebeln, komme ich doch gerade mal zu meinem Fazit. Für die Idee. Ja, mit der Idee tue ich mich schwer. Standalone würde ich sagen 3-4 Punkte. Allerdings. Ja, okay, gehen wir mal auf 3 Punkte. Weil das Streckendesign ganz nett ist. Es ganz nette Items gibt, wobei auch die nicht weit überraschend sind. Ich meine, man hat es ja gesehen, es gibt so den Zaubertrank. Da werden dann alle auf einmal kleiner. Jetzt habe ich so eine Unbesiegbarkeit, so einen Schnellfahren-Modus. Dann gibt es die Rakete, dann gibt es Bomben, dann gibt es Sachen, dass man schnell fährt. Kennen wir das nicht irgendwie? Also, ich glaube nicht, dass es hier auch nur ein einziges Item gibt, das in irgendeiner Form mehr bietet als irgendein anderes x-beliebiges Item aus Mario Kart. Ansonsten ist es nicht viel anders und, sagen wir mal, zehrt vielleicht davon, dass es damals noch nicht unbedingt so eine Mainstream-Idee gewesen sein mag, wie es jetzt heute erscheint. Und dass eben auch das Streckendesign ganz nett gemacht ist. Deswegen gebe ich für die Idee gerade noch 3 Punkte. Für die Umsetzung gebe ich auch noch 3 Punkte, weil, ja, grafisch nett gemacht. Die Figuren sind ganz nett entworfen, nichts Besonderes. Es ist alles relativ halbgar, aber insgesamt doch so, dass ich sagen würde, ja, für die damalige Zeit war es ein schön gemachtes Spiel und ist inzwischen auch immer noch für so ein nostalgisches Spiel halbwegs ertragbar. So, dass man dann auf diesem Ding landet, das kennen wir ja auch, mitsamt Karts. Genau, und für den Gesamtspaß, das kommt jetzt gut, weil ich bin jetzt gerade fertig hier mit dem Cup. Für den Gesamtspaß gebe ich auch nur 3 Punkte. Weil es ist so, ich kann es jetzt mal wieder spielen, aber jetzt habe ich es gespielt, jetzt habe ich so einen Cup durchgemacht und jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr drauf, um es ganz ehrlich zu sagen. Und jetzt fahren wir noch den Japan Cup. Ach, ihr wisst ja, ich habe keine Zeit. Tschüsschen!